Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Polen geht nicht von Angriff aus. Der Raketeneinschlag in Polens Grenzgebiet zur Ukraine war nach Angaben von Polens Präsident Duda kein gezielter Beschuss des NATO-Landes. Es gebe keine Beweise dafür, dass die Rakete von Russland abgefeuert worden sei. Laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg handle es sich wahrscheinlich um eine ukrainische Luftabwehrrakete. Scholz wertet Verständigung bei G20-Gipfel als Erfolg. Der russische Präsident Putin habe sich mit seiner Politik isoliert und stehe sehr alleine da, so der Kanzler im ARD-Interview. Alle Mitglieder hätten darüber hinaus klargestellt, dass der Einsatz von Atomwaffen inakzeptabel sei und damit eine rote Linie gezogen. Erneute Proteste im Iran. Dabei sollen in der vergangenen Nacht 3 Menschen ums Leben gekommen sein, berichteten die Staatsmedien. Darüber hinaus seien 3 weitere Todesurteile gegen Demonstrierende gesprochen worden. Seit Beginn der Bewegung vor rund 2 Monaten sind nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 15.000 Menschen verhaftet worden. Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses muss wiederholt werden. Die Abstimmung 2021 sei wegen der Wahlfehler ungültig, erklärte der Berliner Verfassungsgerichtshof. Die Wiederholung muss nun binnen 90 Tagen erfolgen. Am Wahltag im September kam es zu massiven Pannen. Etwa falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Wartezeiten. Buß- und Bettag der evangelischen Kirche. In seiner Predigt anlässlich des Feiertags unterstützte der bayerische Landesbischof Bedford Strom Klimaaktivisten. In der Münchner St. Matthäus-Gemeinde sagte er, auch wenn die Methoden der Gruppe Letzte Generation das falsche Mittel seien, müsse man die Bedrängnis erkennen, die in solchen Aktionen zum Ausdruck komme. Und das Wetter? Morgen vom Südosten bis in den Nordwesten regnerisch, dazu sehr windig mit Sturmböen an der Nordsee. Im Südwesten und später im Süden neben örtlichen Schauern und Gewittern freundlich. Höchstwerte 3 bis 17 Grad.